Hallo zusammen, ich bin der Björn von Fit for Sleep und ich möchte euch heute wirklich mal erläutern, was wir da machen, weil wir so viele Rückfragen kriegen. Was ist denn Fit for Sleep? Was passiert da eigentlich und was macht ihr immer mit diesen verschiedenen Gesundheitssäulen? Also, hier ist unser Rat. Und das erklärt schon sehr, sehr viel, wenn man sich es anschaut oder man ist total verwirrt. Und das Zweite wollen wir jetzt auflösen. Also wir machen es relativ einfach. Wir sehen verschiedene Gesundheitssäulen. Im Endeffekt unterteilen wir sogar in 5 Gesundheitssäulen. Das seht ihr hier, das heißt, wir haben das Thema Ernährung, wir haben natürlich das Thema Training, wir haben das Thema Regeneration, wir haben das Thema Soziales und wir haben den Schlaf. 5 Säulen. Der Schlaf ummantelt bei uns aber alles. Aber das ganz Interessante ist, dass alles voneinander abhängig ist. Und das will ich kurz erklären, warum das so ist, beziehungsweise wie das funktioniert und warum das für uns die Grundlage von Fit for Sleep ist. Viele von euch kennen unser Schlaftraining, welches ja über 95 Tage geht, was man mit zertifizierten Schlaftrainern in der Gruppe oder im 1:1 Training durchführt. Wir haben das Ganze auch als Self-Coaching-Programm, wenn jemand sagt, na, das will ich komplett alleine machen. Aber die Grundlagen sind immer identisch. Das bedeutet, wir optimieren das Thema Schlaf durch die Anpassung des zirkadianen Rhythmus mit einem Drum und Dran und den verschiedenen Inhalten im Laufe des Tages. Das bedeutet also, der Schlaf hat erstmal Einfluss auf alles, was ihr hier seht. Der Schlaf hat Einfluss auf Ernährung. Einfach erklärt. Ernährung zu spät, von der Uhrzeit zum Beispiel her, wird sich negativ auf den Schlaf auswirken. Selbst wenn ihr aber was richtig Gutes esst, also ich sage jetzt mal, wie auch immer eure Ernährung ist, aber wo ihr wirklich was Gutes esst und nicht nur Industriefood, wie auch immer, wird der Körper es eben nicht vernünftig verarbeiten können, wenn ihr zu spät esst. Er wird es aber auch nicht verarbeiten können, wenn ihr esst, während ihr andere Dinge tut. Schlaf gehört zum Thema Ernährung in dem Moment zusammen, weil man einfach sagt, okay, je optimaler die Ernährung, desto besser schlafe ich. Je besser ich schlafe, desto besser die Nährstoffversorgung. Also kann meine gute Ernährung auch besser verarbeitet werden. Ganz einfach. Beim Training ist es ähnlich. Habe ich einen guten Trainingsplan? Bin ich davon abhängig, dass der Schlaf in der Nacht vernünftig funktioniert, weil nur dann werde ich dahin kommen, dass die Trainingseffekte auch so sind, wie ich sie wirklich haben möchte, dass sie effektiv sind. Und wenn ich vernünftig geschlafen habe, werde ich am nächsten Tag oder am nächsten Tag auch deutlich besser wieder trainieren können. Das heißt, mein Training kann positiven oder negativen Einfluss auf den Schlaf haben und mein Schlaf kann positiven oder negativen Einfluss aufs Training haben. Das Gleiche gilt aber auch zum Bereich der Regeneration. Regeneration, klar, Schlaf ist die Regenerationsquelle Nummer 1, aber im Laufe des Tages brauchen wir auch Regenerationseinheiten. Das war zum Beispiel das, was wir mit dem Bereich Ernährung hatten. Wenn ihr etwas esst, Mittagessen als Beispiel, dann esst auch wirklich Mittag. Man kann mit anderen Personen kommunizieren, das ist kein Thema, aber es ist ein regenerativer Zeitpunkt. Man isst, konzentriert sich aufs Essen, der Körper ist damit beschäftigt, wirklich zu sagen, okay, alles klar, ich nehme jetzt das Thema Verdauung und so weiter auf, verteile Nährstoffe, diese ganzen Sachen. Das kann ich aber nicht, wenn ich gleichzeitig noch E-Mails checke, irgendwie durch die Gegend laufe, irgendetwas anderes tue. Ich muss mich aufs Essen konzentrieren. Und dann werden wir oft gefragt, dieses Thema Soziales, was soll denn das da drin? Ja, auch ganz einfach. Wenn euer soziales Umfeld nicht funktioniert, egal ob das Familie, ob das Arbeitswelt ist, was auch immer, dann werdet ihr schlechter schlafen. Ihr kennt das Thema Gedankenkarussell, Nacht zwischen 2 und 3 Uhr heißt aufwachen, nicht wieder einschlafen können, sich über sehr viel Gedanken machen. Der Mensch ist ein Rudeltier, immer schon gewesen. Und wenn das Rudel funktioniert, fühlt man sich wohl. Aber es geht auch andersrum. Wenn ich nicht ausgeschlafen, nicht regeneriert bin, ich immer griesgrämig, aggressiv bin, habe ich einen negativen Einfluss auf meinen Rudel. Also auch auf mein ganzes soziales Umfeld. Und da spreche ich nicht nur von der Arbeitswelt, auch vom privaten sozialen Umfeld, von Freunden, auch vom Sportverein, wo ich vielleicht bin. Das heißt, ich kann auch gar nicht die Leistung bei meinem Sport bringen, bin überhaupt nicht so nett, freundlich, ausgeschlafen, wie auch immer, weil der Schlaf da einfach dann nicht so gewirkt hat. Das heißt, gutes soziales Umfeld sorgt für besseren Schlaf, besserer Schlaf sorgt für vernünftiges soziales Umfeld. Also im Insgesamten sind die Zusammenhänge so, dass diese 5 Elemente, die wir haben, alle voneinander abhängig sind. Und wenn ihr hergeht und sagt, ich nehme jetzt einfach nur eins raus, ohne das andere zu berücksichtigen, wird es nicht funktionieren. Und wir setzen den Hauptpunkt beim Thema Schlaf. Denn Schlaf ist Regeneration in der Nacht und das ist enorm wichtig. Und da geht es um Abläufe, da geht es um Zeitmanagement, da geht es um die Schlafphasen, um alles Mögliche. Und es geht nur im ganz, ganz kleinen Teil um Produkte.
Das heißt, ihr seht dieses große Rad außenrum, wo Schlaf steht. Und es gibt so drei kleine Dreiecke, die betreffen die Produktwelt, die wichtig ist. Das eine ist die Schlafergonomie. Das heißt also wirklich ergonomisch richtig schlafen auf einem vernünftigen Bettsystem, was die Basis darstellt, aber auch nur, wenn mein Körper es ergonomisch zulässt. Komme ich gleich nochmal zu. Das andere ist das Thema Licht. Licht ist der Taktgeber Nummer eins für uns. Und wenn ich nicht Licht vernünftig steuere über gewisse Dinge, und da komme ich auch ein bisschen in die Produktwelt rein, dann wird das nicht funktionieren. Und Tracking ist in der Form wichtig, dass es mir zeigt, wie schlafe ich, wie bewege ich mich, wie sind die Verhältnismäßigkeiten. Wobei wir in diesem Bereich ebenso auch Fortbildung anbieten, weil viele nämlich überhaupt nicht wissen, wie sie ihren Tracker auslesen müssen, weil sie gar nicht wissen, was sollen sie mit den Daten anfangen. Unser Ablauf funktioniert folgendermaßen. Wir starten immer mit unserem Schlaftraining Fit for Sleep. Das ist immer der Ansatz, das ist immer der Start. Denn nur dann versteht man die Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Dingen. Und innerhalb des Programms, innerhalb dieser 95 Tage, begleiten wir bzw. unsere zertifizierten Schlaftrainer, die Gruppe, den Endkunden, wie auch immer, dahin, seine perfekte zirkadiane Rhythmik zu finden. Wir fangen da schon an und Time-Training, Ernährung, kümmern uns auch schon ein bisschen um das Thema Ergonomie, aber wichtig ist, wir schaffen die Grundlagen. Das ist der Punkt. Das ist unser Trainingsplan über 95 Tage. Denn Schlaf passiert zwar nachts einfach, die Frage ist, mit welcher Qualität. Und ihr kennt das. Wenn man etwas trainiert, wird es besser, wenn man es gut trainiert. Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ein Beispiel. Es gibt ein Fußballtalent. Der hat Talent ohne Ende. Und jetzt kriegt er den besten Trainer an die Seite gestellt. Und er bekommt den perfekten Trainingsplan. Was muss er denn noch machen? Er muss trainieren. Und das Gleiche haben wir für euch auch. Das heißt, wir haben zertifizierte Trainer, wir haben einen Trainingsplan, der universitär validiert ist, wo nachgewiesen ist, dass er funktioniert. Das Talent zu schlafen, das hat jeder von euch. Ihr müsst es nur trainieren. Und wenn ihr meint, ihr kommt ohne Training aus, gibt das nichts. Auch bei uns, wir machen immer ein Commitment. Wenn also jemand sagt, ich fange mit dem Schlaftraining, mit dem Programm an, dann gibt es ein Commitment zu sagen, okay, ich ziehe das auch durch. Denn ansonsten wirkt es nicht und sonst bringt es auch überhaupt nichts. Das heißt, man muss es wollen und sagen, ich möchte, dass sich was positiv entwickelt, mittelfristig, kurzfristig, aber auch langfristig präventiv. Ansonsten ist das alles Quatsch. Also, wir starten mit dem Schlaftraining. Dann arbeiten wir im zweiten Step im Bereich der Schlafergonomie. Dass wir sagen, alles klar, Punkt 1, Thema Muskelverkürzung, Fehlhaltung, wie bist du körperlich aufgebaut? Dafür haben wir ein physiotherapeutisches Training, ein Bewegungstraining entwickelt, speziell dafür, wieder ergonomisch vernünftig schlafen zu können. Das ist spannend, muss man mal reinhorchen. Kann ich jetzt hier nicht erklären, geht zu weit, ist aber super. Aber das eben auch nur, wenn die Bettbasis stimmt. Das heißt, wenn die Bettbasis nicht stimmt, wenn die Ergonomie vom Produkt schon nicht gegeben ist und man irgendwo drauf liegt, was nicht individuell ist, dann hilft das nicht viel. Schaut euch das Video zum Thema Schlafergonomie bei uns auf dem YouTube-Kanal an. Dann versteht ihr, was ich meine. Im dritten Step geht es weiter. Wir kümmern uns um das Thema Training, Sport. Das heißt also, unabhängig von dem Bewegungstraining für ergonomischen Schlaf, geht es darum, was macht ihr denn gerade? Wir machen Trainingsanalysen, wenn ihr das wollt. Wenn jemand sagt, ich will erst mit dem Training anfangen, dann bieten wir Programme an, wo wir Stück für Stück ins Training begleiten, aber immer auf den Fokus Schlaf gelegt. Unsere Trainingspläne sind so aufgebaut, dass man besser schläft. Und weil man besser schläft, haben die deutlich mehr Effekt. Total spannend. Das Gleiche machen wir im Bereich Ernährung. Das heißt, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ich würde gerne 5 Kilo abnehmen oder was auch immer, ja, dann können wir das machen, ohne Futter wegzunehmen, denn unser Fokus liegt im Bereich Schlaf und wenn ich mich darum kümmere, werde ich positive Effekte im Bereich Ernährung haben. Wir können komplette Ernährungsanalysen anbieten, wenn man das möchte, aber wir haben auch wirklich einen Ablauf, wo man Step by Step, ja, ich sag mal, die Ernährung optimiert, um besser zu schlafen und wenn man besser schläft, wird mehr verstoffwechselt, besser verstoffwechselt, man ist fitter und dadurch ist auch die Ernährung, die beim Körper ankommt, die Energieversorgung, die Energiespeicherung deutlich besser. Alles aufgrund von Schlaf. Und das Soziale fließt in alles mit rein. Das heißt also, wer dieses Programm durchläuft, also rein theoretisch komplett, der wird im Sozialen, egal ob beruflich, bei seinem Breitensport, bei seinen Freunden, deutlich besser ankommen. Das lässt sich auch nicht verändern. Wenn jemand sagt, ich durchlaufe alles, sind das 24 Monate und zwar richtig effektive, gute 24 Monate. Und zum Beispiel die Bergische Krankenkasse zahlt die ganze Geschichte zu 100%, die ganzen 2 Jahre. Wirklich alles, was dazugehört. Es gibt andere Krankenkassen, die sind nicht so darauf bedacht zu sagen, okay, ich mache auch was präventiv für meine Mitglieder, aber zum Beispiel Bergische macht es
Ein, zwei andere vielleicht auch, guckt mal, wie es bei euch aussieht. Aber der Witz an der Sache ist, dass es mittlerweile so anerkannt ist, was wir da machen, dass die Krankenkassen sagen, coole Nummer. Liegt natürlich auch daran, dass wir die ganze Geschichte haben universitär validieren lassen. Wer sagt, will ich gar nicht, will nur das Schlaftraining machen, super, in Ordnung, dann macht ihr nur das Schlaftraining. Und wenn jemand aber sagt, ah, ich will jetzt nur das Schlafsystem Fit for Sleep haben, weil ich weiß, dass das ergonomisch eins der besten auf dem Markt ist, okay, dann in dem Moment ist das gut, dann liegt der ergonomisch richtig, aber man wird merken, es fehlt noch ein bisschen was. Das seht ihr hier an dem Kreis. Ihr habt nur dieses kleine Dreieck, was sicherlich die Basis darstellt für ergonomisches Schlafen, aber der Rest passt noch nicht. Auch wenn jemand sagt, ich will nur die Ernährungsanalyse haben, okay, kann er machen. Aber ohne das Schlaftraining vorher gemacht zu haben, wird das Ergebnis aus der Ernährungsanalyse nie funktionieren. Und wenn jemand sagt, ich hätte gern das Fit for Sleep Training, dann ist es okay, aber wenn ich nicht weiß, was ich im Schlaf optimieren und in der Regeneration verbessern muss, dann wird der Trainingseffekt nicht so da sein, wie man sich das wünscht. Das gehört alles zusammen. Und so, wie wir das hier angehen, wie man das hier sieht, mit allem drum und dran, das gibt es nur bei uns, bei Fit for Sleep, in dieser Komplexität, wobei man sagen muss, wir machen das Step by Step, ganz langsam, wir überfordern keinen, das schafft jeder. Und wenn er Schlaftraining macht, hat er nach 95 Tagen und im Endeffekt auch schon eher deutliche, wirklich deutliche Verbesserungen, was Schlaf- und Erholungsleistung angeht. Und man sagt, jetzt gehe ich den nächsten Step, dann wird es noch besser, nächster Step, noch besser, immer weiter, solange man will. Wir, unsere Schlaftrainer, begleiten jeden Endkunden dabei. Und so funktioniert Schlaf. Und Schlaf funktioniert nicht, weil ich mir irgendwie ein Schlafspray kaufe oder was weiß ich, oder nur irgendwo eine Matratze aus dem Stapel ziehe. Das Geld lieber sparen oder spenden an wohltätige Zwecke. Es macht nur Sinn, wenn alles aufeinander abgestimmt ist. So, das war nochmal die Erläuterung, was ist eigentlich Fit for Sleep. Danke, dass ihr zugehört habt und ich würde mich super freuen, euch demnächst vielleicht im Gruppenkurs, beim Individualtraining begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, es hilft einfach auch jedem weiter, der sagt, ich weiß, alles geht ein bisschen besser und damit will ich jetzt starten. Alles klar. Danke. Euer Björn.